Bürgermeister der Stadt Seider, Volker Krönert und Ministerpräsident Michael Kretschmer luden zum gemeinsamen Bürgergespräch in die Turnhalle der Oberschule Seider ein. Unter dem Motto, miteinander zu reden, sich auszutauschen, ist wichtig für eine lebendige Demokratie und die Zivilgesellschaft, freute sich der Ministerpräsident auf das Bürgergespräch. Bürgermeister Volker Krönert begrüßte alle Bürgerinnen und Bürger. Unter den Gästen waren auch Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann, die Landtagsabgeordneten Gernot Krasselt und Steve Johannes Ittershagen sowie Landrat Matthias Damm. In seiner Eingangsrede ging der Ministerpräsident auf verschiedene Schwerpunkte des Freistaates Sachsen ein. Wichtige Themen sind unter anderem Breitbandausbau, Gesundheit, Feuerwehr, Sicherheit und Wirtschaftsförderung. Wissen Sie, ich bin da sehr sensibel, weil ich in den letzten Jahren erlebt habe, dass da häufig übereinander geredet worden ist und man auch dem einen oder anderen gesagt hat, dass er alles nicht sagen darf und meinen darf und denken darf. Und ich finde, das geht so nicht, da bin ich ein anderer Typ. Ich möchte gerne sagen, was ich denke und ich möchte gerne, dass jeder andere das in diesem Land tun kann. Und wir sind hier im Freistaat Sachsen. Wir sind anständige Leute, die Klartext reden, die das auch aushalten, wenn jemand Klartext redet. Und dann können wir uns damit auseinandersetzen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gesagt haben, komm, wir machen mal diese Einwohnerversammlung. Wir sprechen miteinander. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend sich nicht vor den Fernseher gesetzt haben, sondern gesagt haben, wir machen uns mal auf. Wir reden mit den Politikern darüber, was sich vielleicht in der Zukunft auch noch verändern soll. Und jetzt will ich Ihnen zum Einstieg vielleicht nochmal ein bisschen was zu meiner Einstellung, zu meinen Bewegungen, zu meinen Zielen sagen. Und mir war relativ schnell klar, wir müssen an einigen Stellen jetzt wirklich mal in die Speichen greifen und sagen, hier müssen wir Veränderungen herbeiführen. Und das Erste ist, dass es neben dem Thema Vertrauen, dass wir ineinander haben müssen, um den Zusammenhalt geben muss in der Gesellschaft und um die Frage in Zukunft zu gestalten. Wie schaffen wir es, dass dieses Land eine gute Zukunft hat? Und wenn man hier in Seider ist und sich überlegt, wo der Reichtum dieser Region herkommt, dann hat das fast damit zu tun, dass in der Vergangenheit bedeutende Handelsstraßen hier durchgegangen sind, dass hier Geschäfte gemacht worden sind. Und das sieht man dieser Region einfach an, bis heute. Und was sind die Dinge, die wir in Zukunft machen müssen, dass es uns auch wieder so gut geht? Da finde ich, ist ein zentraler Punkt die Digitalisierung. Du kannst am Ende als Architekt, als Mittelständler, auch als Landwirt keine richtig gute Arbeit mehr machen, wenn du keinen Breitbandanschluss hast. Ebenfalls ging er auf die Aufstockung der Polizei für die Verbesserung der Sicherheit und die Problematik des Lehrermangels ein. Im Anschluss an seine Rede forderte er die Bürger auf, ihre Fragen zu stellen. Seitens der Seider wurde das Thema Geld für Investitionen aufgegriffen. Auch Fragen zu den Themen Ärztemangel und Pflege wurden gestellt. Ich bin bei diesem Thema Pflege so hin und her gerissen. Auf der einen Seite sieht man den Bedarf, auf der anderen Seite ist immer die Frage, ist ja klar, all das, was dort passiert, was dort geleistet wird, zahlen wir. Gibt ja niemanden anderen. Es ist immer, die Gemeinschaft, immer die Gesellschaft. Man kann sich nur entscheiden, ob man es mit Steuer machen will, über die Pflegeversicherung, paritätisch, Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder wie auch immer. Es kommt immer von den Bürgern. Und wir erleben in einer älter werdenden Gesellschaft, dass wir das immer mehr brauchen. Und wir brauchen da trotzdem nochmal noch neue Ansätze, müssen mehr ausbilden. Klar, müssen den Pflegeberuf mehr wertschätzen. Wenn wir alle das Gefühl haben, das ist was ganz Furchtbares, wird sich auch keiner finden, der da diese Ausbildung machen will. Und trotzdem, wenn man das Verhältnis, wenn das wirklich so zunehmend auf 1:1 geht, ein Anteil, der in der Rente ist, einer, der im Erwerbsleben ist, wie soll das finanziell gehen? Wo soll das Geld herkommen? Zum Thema Integration und Leitkultur gab er folgende Antwort. Ich bin mal wechselweise der Ultra-Konservative oder der Total-Moderne. Und es ist manchmal in einer Zeitung, innerhalb von einem Abstand von ein paar Monaten, immer wechselseitig. Also ich denke dann immer, was mögen die Leute denken, die das lesen. Ich will mal sagen, wenn ich mich selber beschreiben will, ich glaube, ich bin ziemlich normal, stehe irgendwie in der Mitte. Ich möchte, dass jeder sagen kann, was er will. Ich würde jemanden, der mit rechten Parolen kommt, genauso entgegentreten wie jemand mit den Linken.
Ich bin der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Ich habe auf der anderen Seite jetzt gerade gehört, wir müssen dafür sorgen, dass das Ganze hier nach unseren Regeln stattfindet. Weitere Fragen wurden zum Katastrophenschutz gestellt und auch zum Straßenbau. Und wenn ich ein Breitband habe, ganz tolle Sache, fehlt die Straße. Aber habt ihr mal die Straßen angeguckt, in Blumenau pflanzen sie Bäume der Schlaglöcher. Wie soll denn der Paketdienst, den ich heute ganz schnell erreiche per E-Mail oder Bestellung, überhaupt mit dem Auto noch zu mir kommen, wenn es unterwegs schon auseinanderfällt? Basis schaffen und dann geht's weiter. Aus der Sicht des Ministerpräsidenten war es ein interessanter Abend. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Das ist eine Gegend, die ich gut leiden kann. Ich mag die Menschen, wie sie klar und deutlich ihre Position vertreten. Und es sind natürlich viele kluge Gedanken, gerade zum Thema Digitalisierung. Es muss jetzt losgehen. Wir wollen ja auch den 10%igen Anteil der Kommunen übernehmen. Der Freistaat Sachsen ist derzeit das einzige Bundesland, was den Kommunen ihre eigenen Kosten abnehmen will. Und wir sind dabei, die Bundesregierung zu überzeugen. Wir wollen beim Rettungsdienst und bei der Freiwilligen Feuerwehr auch wirklich die Qualität verbessern. Und ich bin dankbar für all die sich auch wirklich im Ehrenamt engagieren. Zum Schluss gab er den Sachsen Folgendes mit auf den Weg. Also neugierig bleiben, weitermachen, gemeinsam miteinander streiten um die besten Ideen und den besten Weg. Solche Bürgergespräche wird es auch in Zukunft geben. Hier in unserer Region wird das nächste Gespräch am 16. Mai im Freiberger Tivoli stattfinden.